Hallöchen Leute, willkommen zurück zu Minecraft Episode 60. Intro versau. Hallöchen Leute, willkommen zurück zu Episode 60. Wie ihr wisst, wie ich es euch schon gesagt habe, dies ist die Episode, wo ich die Welt aktualisiere, wenn denn die Episode rauskommt. Nicht zu dem Zeitpunkt, wo ich das hier aufnehme, sondern zu dem Zeitpunkt, wo ich das wirklich online stelle. Und was ich machen wollte, ist eine Ender Chest. Nein, noch nicht. Ich wollte zuerst das hier machen. Genau. Und dann das Obsidian drauf. Und dann habe ich eine Ender Chest und die nehme ich jetzt mal mit. Und ich bin gerade auf dem Weg zum Stronghold. Und nein, ich will nicht in die End gehen, sondern ich will einen Traum verwirklichen. Ich will einen Traum verwirklichen von dem ich noch nicht geglaubt habe, dass ich es irgendwann mal machen könnte. Das involviert, geht mal aus dem Weg. Und ihr kommt nicht hier raus. Alles klar, ihr folgt mir nicht raus. Danke, brav. Danke. So, ja, das ist ein Traum, den ich schon lange erfüllt haben wollte. Habe ich ein Boot dabei? Ja. Ich habe immer ein Boot dabei irgendwie. Egal, wann ich ins Inventar schaue, ich habe immer ein Boot dabei, seit der East Road hier fertig ist. Auf jeden Fall, hatte ich vorgehabt, mit dem Silverfish-Spawner ein bisschen rumzuspielen. Es kommt natürlich wieder, wer hätte das gedacht, von Etho, aber ich will es nicht genau machen wie Etho, sondern ich will es, ich will eine Art eigene Kreation machen. Natürlich, die Idee kommt von ihm und ich habe auch viel von ihm gelernt, um ehrlich zu sein. Aber ich will das nach meinem eigenen Ermessen machen. Und ich hab auch nicht jetzt extra das Video von ihm angeschaut. Ich baue dein Ding nach. Sondern, ist ja schon vorbei. Sondern ich mache es aus eigenem Ermessen. Ich weiß, wie die verschiedenen Redstone-Dinger, und ihr habt übrigens gesehen, ich habe lauter Redstone-Sachen dabei, wie die ganzen Redstone-Dinger funktionieren. Und dann baue ich es nach meinem Ermessen nach. Natürlich, die Idee ist von Etho und das will ich nochmal klargestellt haben. Und falls es irgendwen stört, dass ich viel zu viel von dem Typen klaue, dann schreibt das in die Kommentare. Gibt zwar ein Flame War, aber auf jeden Fall, ja, ich will was mit dem Silverfish Spawner machen. Und zwar folgendes, entweder wir machen es so, wir machen einfach eine Mob Trap raus, also eine Höhle drumherum, was ein bisschen problematisch sein könnte, weil das Portal im Weg ist, das kann man nämlich auch nicht verschieben. tut mir leid. Und, oder wir machen es so, wir nehmen die, was wollte ich sagen? Ja, genau. Also zuerst einmal, auf jeden Fall machen wir das drumherum mit dem Monster-Spawner, damit wir die Silverfish auf Kommando spawnen können. Aber, was ich damit mache, weiß ich noch nicht genau. Also, natürlich ist es nützlich, wenn man mal Silverfish hat. Und ehrlich gesagt, könnte ich die auch benutzen, um Sachen abzubauen, weil Silverfish haben eine nützliche Eigenschaft, nämlich wenn sie, wenn sie nicht aggro sind, dann laufen sie herum und suchen sich Steine, in denen sie, spawnen können. Und entweder ich mache es so, ich lasse immer einen Silverfish in einen Block reingehen und daraufhin tue ich den Block dann verschieben lassen. Das hat Etho nämlich gemacht. Er hat einen Block bereitgestellt sozusagen und diesen Block, also praktisch an den Silverfish ran. Der Silverfish geht an den Block ran, geht rein, das updatet. Und damit hat man sozusagen eine Möglichkeit, den Butt Switch zu benutzen. Also der Butt Switch, der Blockdetektor, der, der erkennt dann, dass der Block von einem Silverfish gefüllt wurde. Und daraufhin können wir Redstone auslösen, mit dem der halt den Block dann halt verschiebt. Und, ich weiß jetzt nicht genau, wie ich das planen soll. Auf jeden Fall, also geplant habe ich es schon, aber wie ich es umsetze, weiß ich noch nicht genau. Und ich habe die gesamte Reise geredet. Wow, das ist ein ziemlich langer Weg. Ich werde erstmal schauen. Also die erste Sache, die wir vorhaben, ist einfach nur erstmal den Raum auseinanderzunehmen. Denn da ist noch zu wenig Platz, auf jeden Fall. Also da habe ich nicht große Möglichkeit irgendwie, und da kommt auch schon der erste Silverfisch. Mögest du verrecken, danke. Ich weiß nicht genau, ich mach da erstmal das weg hier. Das Problem ist halt immer noch da, dass ich, wow, da war ja ein Silverfish drin. Ich werde dauernd unterbrochen, dann weiß ich nicht mehr, was ich sagen sollte. Auf jeden Fall, ich weiß, was ich sagen wollte. Es gibt immer noch das Problem, dass die Silverfish einfach so spawnen mitten in der Luft, obwohl ich denen gesagt habe, durch ungefähr 25.000 Torches hier rumherum, habe ich denen genau gesagt, nein, das sollt ihr nicht tun. Und trotzdem passiert's. Und naja.
muss ich halt nacheinander immer wieder Silberfisch umbringen. Keine Ahnung. Keine Ahnung, Mann. Die Ender Chest, wo kann ich die aufstellen? Ich mache einfach mal hier. Hier eine Ender Chest hin. Und da habe ich ganz nützlicherweise auch ein paar Chests drin, die ich auch benutzen könnte. Die stelle ich mal hier und hier hin. Hey, du kommst weg. So. Jetzt tue ich mal die ganze Scheiße hier rein. So, du, nein, du nicht. Du und ihr zwei und du. Und die Chest. Und jetzt baue ich mal ein bisschen ab und dann sehen wir uns gleich wieder. Wow. Passt mal auf, Achtung. Ganz normale Blöcke. Und dann eines Tages kommt das bei raus. Aua. Und anstatt ihn mit dem Schwert zu one-hitten, greife ich ihn lieber mal so an. Und was passiert? Ihr merkt schon. Es haben sich ziemlich viele Silberfische hier versteckt. Und das gefällt mir nicht. Dass sie dauernd, wenn ich nicht hinschaue, irgendwo in die Blöcke reingehen und alles zerstören. Du sollst sterben. So. Was ich jetzt... Wow. Was ich jetzt machen werde, ist folgendes. Ich werde mal versuchen, irgendwie das Ding so zu beleuchten, dass es wirklich funktioniert. Zack. Und jetzt werde ich so, 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 so. So, 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 so. So, so. Und wo noch? Obendrauf eventuell noch. So, 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 so. Und ich hoffe, das verdammt nochmal funktioniert. Und jetzt will ich noch die ganzen Silverfische hier rausjagen. Irgendwann müssen die ja kommen. Komm. Aua. Ja, ja, da kommen noch mehr. Ja, kommt alle. Kommt alle. Ich höre schon genug aus ihren Dingern rauskommen. Aua. Au. Au. Boah. Hm, sieht von unten ganz schön süß aus. Sieht aus, als ob das Portal kaputt wäre. Wow. Wow, die haben sich aber weit reingefressen hier. Oh, ist noch Raum. Moment mal, welche davon sind Silberfisch? Fast keine. Ist keiner, ist keiner, ist keiner. Na komm. Das ist keiner, das ist keiner, das ist keiner, das ist... Okay, das sind alles keine. Genau. So. Du jetzt noch. Und ich hoffe, das Ding funktioniert, mein... Nein, es funktioniert nicht. Ah. Meine Güte, was soll ich denn jetzt noch... Ich habe eine Idee. Einen Moment. Guckt, wie viele Torches da sind. Das habe ich gemacht, um die Silverfisch zu stoppen. Und sie hören immer noch nicht auf. Ah, meine Güte. Das wird eine Arbeit, das kann ich euch sagen. Es wird so eine Arbeit. Mann, Löcher überall. Das Scheiße. Und noch was. Wenn ich jetzt nicht da unten geschlafen hätte... Also direkt neben dem Eingang. Dann hätte ich jetzt wieder den ganzen Weg zurücklaufen müssen. Das war eine Lüge. Ich habe das schon getan. Ich bin da reingeraten und wurde dann zurück nach Hause teleportiert. Hab mich dann gewundert, warum zum Teufel ist das gerade passiert. Dann habe ich gemerkt, oh, das ist ja Minecraft. Stimmt. Minecraft ist ein riesig großes Popoloch. Sieht das nicht schön aus? Ich habe übrigens die Chests ein bisschen weiter zur Seite gelegt, damit... oh, guck mal. Sieht schön aus. Auf jeden Fall, ja, ich will jetzt einen Käfig drumherum machen. Dafür habe ich meinen Netherbrick hier mitgebracht. Und ihr spawnt immer noch, ihr dämlichen kleinen Fickviecher. Wenn ich endlich mit diesem Käfig fertig bin, dann sehe ich euch verrecken, ihr dämlichen kleinen Bastarde. Ja, oh, zwei gespawnt auf einmal. Wow, wow. Super. Ich habe dich gesehen. Du bist hier reingegangen. Oh mein Gott. Ich muss diese Dinger wieder drum machen. Es hat keiner. Es gibt keine andere Möglichkeit. So. Und hier auch noch. So kann ich es am maximal eindämmen. Ist hier noch irgendwas? Ich glaube nicht. Doch, da. Okay. Also, was ich machen wollte, ist ein Käfig drumherum. Ein Käfig um, um den Monster-Spawner herum. Beziehungsweise so eine Art, Höhle. Du gehst nirgendwo rein. Und wie ihr wisst, 8 Blöcke um einen Spawn herum. Deswegen mache ich immer 4 Blöcke in eine Richtung, also maximal 9, damit ich sicher gehen kann, dass alles eingegangen ist. Also 1, 2, 3, 4. Warum geht ihr da rein? Ich verstehe das nicht.
Meine Güte. Ihr seid nervig, wisst ihr das? Ihr nervt, bis aufs Tiefste. Das heißt also, überall... Am besten machen wir hier eine Wand hin und wir machen es nur in die Richtung, damit nicht so viele spawnen. Wir brauchen nicht so viele. Obwohl, ich überlege ganz kurz, Moment. Okay, wir müssen noch so eins hin. So, ich mach's aber so, dass ich... Ich hab dich gesehen. Ich mach's aber so, dass ich das Portal von oben noch betreten kann. Oder, ja genau, ich mach's so. Dann mach ich die Torch hier weg und dann machen wir hier so doch was draus. So. Muss leider das Portal so drin bleiben. Und das passt dann von der Farbe nicht so, aber das soll egal sein. Ich achte mal als letztes auf die Farbe, von daher... Fuck it. Ich hab dich gesehen. Und gehört. Beides auf jeden Fall. Moment mal, also... Wenn ich jetzt, vier Blöcke in eine Richtung gehe. Hör doch mal auf damit. Das nervt. 1, 2, 3, 4. Das bedeutet also, die Wand brauche ich nicht mehr. Mach stattdessen hier die Wand hin. So. Wow. Und das Gute ist, ihr könnt auch nicht in Netherbrick reingehen. Von daher habe ich das Problem auch gelöst. Indem ich Kackviecher. Es werden so viele spawnen. Allein aus dem Grund, weil ich die Torches ausgemacht habe. Es wird so viel spawnen. Glaub mir. Da ist doch schon der erste. Oh. Ja, achso, da ist jetzt ja. So, jetzt noch die Decke drauf. Dann bin ich endlich fertig. Wow. Dann habe ich diese Dinger nicht mehr am Hals. Wow. Obwohl ich hier oben wahrscheinlich noch alles beleuchten müsste, damit damit hier ja nichts passiert. Genau, so. Wie ihr sehen könnt, das Portal ist noch unberührt und da drin ist schon ein Typ gespawnt. Ja, genau. So, so will ich das haben. So, jetzt mache ich mal ganz viele Torches hier hin, damit hier nicht so viele spawnen, weil ich nicht verhindern kann, dass keine spawnen, weil dieser Spawn ein Arschloch ist. Schon wieder. Wow. Auf jeden Fall will ich jetzt so eine Art Wasserrutsche haben, die dann die Mobs auf einen Punkt fixiert. Ich weiß nicht genau, wie ich das machen soll. Wie wär's denn? Also zuerst einmal reiße ich den Boden raus und mache Netherbrick hin. Ich habe schon Angst. Hier ist komplette Dunkelheit drin. Wenn hier einmal eine Silverfischwelle kommt, dann... Kommt eine Silberfischwelle. Und was für eine. Bitte, bitte ganz schnell. Ganz schnell. Oh, nur einer. Okay, gut, gut. Das ist gut. So. So. Jetzt kann ich schon mal verhindern, dass sie sich überall in die Blöcke backen. Und in Stuff. Das heißt, ja, die werden wahrscheinlich nur unterhalb spawnen. Ist nicht so schlimm. Wird schon gehen. Auf jeden Fall will ich jetzt die Wasserrutsche haben, die alle in einem Punkt fixiert. Und wahrscheinlich muss ich dann irgendwann die Leiter hier bewegen. Sind da oben Silverfisch drauf? Ich glaube nicht, oder? Nein, nur innen drin. Habe ich doch richtig gemacht. Und die Wasserrutsche fixiert die alle in einem Punkt. Und von da an werde ich dann so ein Gerät installieren, das immer so Blöcke hinschiebt. Die updaten sich, ein Bug-Switch aktiviert es wieder, schiebt es weiter und so weiter. Und die Blöcke werde ich dann immer so weiterschieben, dass sozusagen so eine Art Warteschleife entsteht. Hier ist dann sozusagen so ein... Hier ist Wasser, hier ist Lava und dort wird dann Wasser auf Lava stoßen, macht es Cobblestone oder Stein oder was auch immer. Der wird dann hier lang geschoben. Hey. Oh, zwei auf einmal. Ich bin glücklich heute.
Weil der Cobblestone entsteht, und wird dann weitergeschoben, am besten hierhin, am besten. Hierhin geschoben. Ich werde dann von weitem zugucken und der Silverfish wird sich dann in den Block gehen, wird da reingehen. Der Buttswitch wird es dann nochmal aktivieren und weiterschieben. Dann kommt der nächste und immer weiter und dann werde ich die Dinger hier irgendwo hin verfrachten können und dann kann man die Dinger dann lagern, sozusagen Silverfish-Blöcke lagern. Aber zuerst einmal will ich das Ding zum Laufen bekommen. Dann mache ich erstmal so eine Art, warte mal, wie mache ich das genau? Ich mache einfach so eine Art Wasserrutsche hier hin. Habe ich genug Eimer dabei? Wahrscheinlich nicht. Ich habe einen Wassereimer dabei. Oh, da ist ja noch Wasser. Okay, alles klar. Habe ich Glück gehabt. So, Ei Kohle. Egal. So. Nein, noch keiner gespawnt. Okay. Auf jeden Fall mache ich das dann so, dass die Dinger dann hierhin gespült werden. Oh, da seid ihr. Und danach werde ich wahrscheinlich die Episode hier abbrechen müssen. Ich weiß nicht genau, wie viele Minuten ich schon aufgenommen habe. Halt mal das Maul, Zombie. Es interessiert keinen, okay? Es interessiert keinen. So. Wenn ich das hier aus dem Weg geräumt habe. Ich hoffe, es funktioniert so, wie ich mir das gedacht habe. Wow. Wenn ich die hierhin verfrachte, habe ich Glas dabei? Ich glaube nicht. Ich werde mal so eine Art, Wow, das war ein Silberfisch. Was ist hier noch Silberfisch? Was ist hier nicht Silberfisch? Meine Güte. So. Du auch noch. Wenn ich sicher gehen kann, dass sie sich nirgendwo rein, reiten Silberfischen. So und so. Und so. Das heißt also, die werden hier jetzt so lang gespült dann und landen da drin. Und weil sie dumme, kleine, verfickte Silberfisch sind, können sie sich nicht rausbacken. Hoffentlich zumindest. Wisst ihr was? Ich mache zuerst mal einen Block hier. Na komm. Hi. Wie wär's denn? So. Hep. So. Und den nehme ich jetzt und was passiert? Ich glaube, das könnte sogar funktionieren. Es sei denn, das Wasser reicht nicht aus. Warte mal, wenn ich es so mache, dann schwimmt es in die Richtung und geht in die Mitte. Okay, was ist, wenn ich es so mache? Dann könnte es sogar funktionieren. Wenn ich hier eine Welle mache, was passiert dann? Ah ja, genau, dann passiert es sofort. Ah ja, genau. Wenn ich eine gesamte Welle mache hier, also praktisch komplett durchziehe, dann könnte es sein, dass die dann... Okay, hier ist irgendwas falsch. Ich glaube, ich weiß, woran das liegt. So werden sie hier lang gespült und da lang gespült und da lang gespült. Und es gibt keinen Punkt, wo sie festhängen. Wow. Wow. Und das heißt also, wenn ich mich jetzt hier hinstelle und die Torches entferne... Wow. Warum ist denn hier überhaupt Licht? Ah, I'm an idiot. Ich weiß, woran es liegt. Hep. 1, 2 und 3. So. Wow. So. So, jetzt sperre ich mich mal hier ein. So, jetzt ist komplett dunkel hier drin. Hoffentlich zumindest. Oder? Oder ist da noch eine Torch drin? Ich glaube, da ist noch eine Torch drin, oder? So wie es aussieht. Hier ist doch irgendwo noch Licht. Ich kann schwören, hier ist irgendwo noch Licht. Acht. Wo kommt das her? Ich glaube, Monster-Spawner sind durchlässig. Es könnte sein. Ah, jetzt. Okay. Jetzt habe ich es geschafft. Wow. Das war nicht geplant. Wuh. Enderperlen und so. So, das wollte ich machen. Und da drin wird wahrscheinlich absolute Dunkelheit sein. Hoffentlich zumindest. Zur Sicherheit mache ich das nochmal. Dann ist es hier nicht unendlich dunkel. Aber es ist auch nicht super hell. Und jetzt warte ich einfach mal ein bisschen. Warum bewegt er sich nicht nach vorne?
Okay, das ist komisch. Extrem komisch. Wow. Warte mal. Ich gucke ja erstmal nach draußen. Ob hier irgendwelche... Da! Haben wir dich doch, du dämlicher Sack. Ich weiß nicht, wieso hier überall Silverfish-Blöcke sind. Auf jeden Fall sollte es jetzt eigentlich eingedämmt sein. Ja, halt's Maul. Ist ja... So, ist hier noch irgendwas? Okay. Ja, ihr habt die Tür eingerissen. Ich bin stolz auf euch. Kommen wir wieder zurück zu dem. Okay, scheint zu funktionieren. Zumindest glaube ich das. Ah, was haben wir denn da? Warum haben wir da sowas? Das darf ich nicht machen. Das muss wirklich, wenn ich es so mache? Nein, dann auch nicht. Ich könnte es eventuell so machen. Dann werden sie hier dran gespült und bleiben stecken. Okay, das ist nicht gut. Torch bitte. Ich kann die Wand auch einfach eins verschieben. Dann ist zwar der Space kleiner, aber dann hätte ich das Problem gelöst, glaube ich. Na komm. Boah. Meine Güte. Da ist das Wasser weg. Okay. Heiße Waffisch, wie geht's dir? Da vorne sind drei, ne? Ja, das sind drei. Wenn ich das jetzt so mache, dann verschwindet das Wasser hier. Wenn ich es so mache, dann gibt es Stellen, wo es sogar nach außen geht. Das Problem ist dann, wenn ich hier einen zweiten hinmache, dann gibt es da in der Ecke so eine Art Zusammenpunkt, wo es dann nicht mehr so gut ist. Mal ganz kurz. Wenn ich es so mache. Du dahin und du dann. Dann kann es sogar funktionieren, glaube ich. Und wenn ich drei mache hier. Dann gibt es den Punkt da. Wenn ich es so mache. Dann gibt es den Punkt. Komplizierte Sache. Wisst ihr was? Ich guck mal, wie ich es regle. Obwohl, Entschuldigung, dass ich es euch so überhaupt so lange warten lassen habe. Aber ich krieg das schon irgendwie geregelt. Wir sehen uns. So, bin fertig. Es hat lange genug gedauert, aber ich bin fertig geworden. Bitte nicht reinfallen. So, wie ihr sehen könnt, habe ich hier sozusagen, ich musste den gesamten Boden ausnehmen. Wow. Und habe unten drunter dann auch Netherbrick gemacht, denn es muss unbedingt nötig sein, dass ihr alle möglichen Steine in der Umgebung entfernt. Also zumindest anhänglich an die Monsterspawne. Denn die Dinger können sich überall reinbacken. Beziehungsweise reinfischen. Und das wollt ihr doch nicht. Und ich muss dringend dieses Ding entfernen. Wow. Ich will zu meiner Chest. Well, da. So gefällt mir das doch schon ein bisschen besser. Obwohl, das könnte auch noch weg. Zur Sicherheit. Wow. Das wollte ich auch nicht. So, jetzt gehe ich mal hier rüber und guck mal, was hier noch für Licht ist. Da genau, die Torch habe ich vergessen. Schnell weg hier. Danke. So. Wie kann ich das am besten machen? Das kann ich auch vergessen. Ich muss das ja hier da lassen. Ich glaube, ich muss das Wasser eins tiefer machen. Kann das sein? Ja, ich muss leider eins tiefer machen. Dann kommen die auch weg. Kann ich hier so und so. Und dann sammeln sie sich auch schön Silberfisch an. Und jetzt zur Krönung des Tages warte ich noch ein bisschen und dann sehen wir uns gleich wieder. Haha.
So, ja, ich würde sagen, erstmal würde ich die Folge hier beenden, denn wir haben jetzt mal die Grundlage geschaffen, nämlich diesen Käfig zu bauen, wo wir die Silverfische spawnen können. Und ihr seid ja schon wieder da. Und anschließend, in der nächsten Episode, werden wir dann anfangen, die sozusagen diesen Generator zu bauen. Und dann muss ich auch ein bisschen Platz schaffen, das werde ich dann in der Zwischenzeit tun. Also praktisch einen Platz schaffen und den Generator bauen wir dann danach hin. Und danach werden wir mal gucken, wie bist du denn rausgekommen? Wie bist du? Okay, das muss ich glaube ich noch fixen, dass man hier nicht rüber kann und so. Aber auf jeden Fall werde ich den Generator dann bauen und dann gucken, was sich dann machen lässt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal bei Minecraft wieder. Wir sehen uns.